Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow Hearts from the New World. Der zweite Versuch, wieso zweiter Versuch, Hawpok hat wieder gemeint, er muss Zicken machen und ja, deswegen starte ich jetzt wieder eine neue Aufnahme und hoffe jetzt, dass diesmal alles in Ordnung geht. Ja, wie sage ich immer, Technik kann manchmal eine Bitch sein. Anyway, ich habe einige Änderungen gemacht. Ich habe die Seelenpunkte neu verteilt, die wir durch den Boss bekommen haben. Jetzt hat jede Fusion von Shania den Level 5 Rang erreicht bei der Statue, wo die MP-Kosten verringert werden. Das heißt, jeder hat jetzt schon mal ein Level 5. Jede Fusion hat eine Level 5 Statue, sprich eine ist komplett aufgelevelt. Ja, okay, und dann würde ich sagen, wir gehen mal nach Moana Village. Und ja, ich hoffe, dass jetzt wirklich alles in Ordnung geht diesmal, weil es ist nervig. Es ist ein bisschen nervig, aber mein Gott, das kriegen wir schon irgendwie gebacken, würde ich sagen. Was ich noch tun werde, ich werde mit dir reden, Mädel. Ja, du hast Snapkarten, das finde ich toll, weil du kannst mir gleich eine geben. Genau, den Wurmiwurm, den Gatanotoa und den Tindaros. Bitteschön. Dafür kriegen wir einen Air-Resist-Seller. Und ein Gale Vortex, unser erster Level 3 Zauber. Hohoho, das wird bitter. Das wird für manche Monster ziemlich bitter ausgehen, aber... Mein Gott. Mein Gott. More lucky for us. Und da sehen wir wieder... Es ist Britney! Britney Spears! Schon hat sich das wieder gerecht. Wir treffen uns wieder. Ja, natürlich. Ich habe die ganze Zeit... Ich habe nach dir gesucht. Ich habe wieder Befehle vom Jonin mitgebracht. Oh, die nächste Mission. 3 Ninja Defectors, ich weiß immer noch nicht, was das Wort heißt, sind geflohen auf einer Insel. Zu einer Insel auf diesem... Auf dieser Insel. Ja, Höhle auf dieser Insel. Eine mag Puppen und sich verkleiden. Okay, das ist also der Schwule. Ich habe nichts gegen Schwule. Eine ist verrückt über Geologie. Mag total Geologie. Okay, dann haben wir einen Forscher. Also der mag dunkle Höhlen. Das sagt schon mal alles. Und einer ist schüchtern und spielt Verstecken. Und das ist wahrscheinlich der Pedo. Er will, dass du diese Ninja-Defectors fangst und ihm... Die Wiege, sagt man das so? Die Wiege ihrer Kriminalitäten? I don't know. Jedenfalls sollen wir den die Schwere ihres Vergehens klar machen. Richtige Übersetzung gefunden. Thumbs up! Ninja Defectors. Dann wird der alte Frank zum Ninja Hunter. Und ich habe Frank richtig total seltsam ausgesprochen. Britney, du hörst dich ein bisschen seltsam an. Ja, ich habe meine Geschlechtsumwandlung gemacht. Nee, Quatsch. Heute habe ich nur eine Nachricht für Frank. Also dachte ich, ich müsste ihn nicht so nervös machen als sonst. Warte, was glaubt ihr, wer ihr seid, ihr Abschaum? Lass mich raten, Britney ist einfach wieder mal total unfähig und gibt jetzt uns wieder die Mission. Wie immer halt. Bei der Britney Sidequest. Nun, Frank-san, viel Glück. Und tschüss. Sind alle von Franks Freunden seltsam? Diese hier ganz besonders. Oh yeah. Ja, Britney ist eindeutig seltsam, aber wir haben unsere neue Sidequest bekommen, die wir noch nicht machen können. Und ganz wichtig, redet mit diesem Mädchen. Genau. Also dann, ich habe meiner Mutter... den Brief vorlesen lassen, für mich vorlesen lassen. Wie ging der nochmal? Wer immer diesen Brief findet, bitte schreibt mir zurück. Lass uns Freunde sein. Genau das hat er gesagt. Ich verstehe. Wirst du also zurückschreiben? Und irgendwie gebe ich Ricardo total den russischen Dialekt anstatt einen Spanisch-Dialekt. Was unter anderem liegt, dass ich kein Spanisch kann. Und zwar absolutely zero. Nein, meine Mutter sagte, dass sie für mich den Brief dass sie in meinem Namen den Brief beantwortet, aber... Ich
möchte ihn gerne selber schreiben. Also habe ich mich entschlossen zu lernen, wie man lesen und schreiben lernt, damit ich es selber machen kann. Tapferes Mädchen, also... Man muss sich vorstellen, die kann weder lesen noch schreiben. Die will's dann selber lernen. Also Hut ab, Mädel. Hut ab. Und ich bin immer noch erkältet, wie ihr vielleicht hört. Es tut mir leid. Und du... Ja. Dich kennen wir schon. Und ich hab... Das ist das Lotteriemitglied. Die hat diesen... Einen von den Strohhalmen von... Für Hilda, wenn ich es mich richtig entsinne. Aber das habe ich ja offscreen ja gemacht. Die ganze Chose, das habe ich ja mal gezeigt. So, und dann gehe ich jetzt in die Hütte von Okanagan, denn es gibt wieder eine kleine Cutscene. So you weren't able to stop them, were you? Don't let it bother you. I'm just glad you've made it back here. At Vilcabamba, many of our brethren were killed. Slaughtered. The men from this island. Now they've all met their destiny. Don't you want to avenge their deaths? They weren't killed while they were sleeping or lying around doing nothing. They died fulfilling their duty, fighting to prevent the gate from appearing on our Earth. What more can I ask of them? Hold on. Vengeance is not the correct path for our kind. We are survivors in our land. Better we complete our mission, so that those who died will not have died in vain. Where are you going? I'm not finished talking to you. I'm going to the gate. I have to go back to avenge my tribe. And then come running back here once again? Do not be so hasty. A fool makes the same mistake twice. We still have a bit of time until the gate finally opens. Perhaps if we can seal the gate's power before that happens. Seal the gate's power? Is that possible? On the southern continent, there is a lake called Uyuni. In the event a gate should ever appear, our ancient ancestors constructed a giant tower on this lake, made entirely of one ingredient, from top to bottom, nothing but sacred salt. And it is said, at the very top of this tower, there is an altar, inside of which has been sealed a brilliant blue light, capable of opposing the red light of malice. Really? Blue? I believe in the words of the white man's language. They use the word will. The gate hasn't opened just yet, because the power of the will flowing from the tower is just barely able to keep it closed tight. If that power was somehow to be fully released, the gate would again be sealed away, unable to cause harm. So why have you not used that power until now? Just like the red light, the blue light is also very powerful. So it must not be carelessly spread throughout the world of humans. People who are filled with ill can do much evil in this world. But those who choose to oppress this evil beyond what is absolutely necessary will someday follow the same path. So our ancestors sealed the blue light, and to make certain that this power was as well protected as humanly possible, they placed it into two separate rings and gave them to different people.
This is complicated stuff. So the bottom line is, our main goal is to search out and locate those two rings? Is that right? One of the rings that you seek is held by a branch of our tribe, which has since immigrated down to the south. These days, it is kept in Ito Cave, so that we can prevent any evildoers from possibly stealing it. And as for the other ring, even I don't know exactly where it is. I've heard that it was left under the watchful eye of the tribe that decided to stay up in the north. The Northern Tribe. I'll have to ask Zonda. Huh? I'm sure he'll scold me again, though. No matter. First, I think we should head to Ito Cave. After all, there's no guarantee we'll find the other ring quickly. So I guess we'll be going. Shania, wait a minute, please! I sense inside of you some sort of ominous shadow that doesn't give you any rest. No, it's just needless worrying. The spirits dwelling within you will help you. They will show you the right path to travel, as long as you will but listen. Das ist ganz schön interessant. Nein, ich finde es wirklich interessant. Also, das blaue Licht mit dem Namen Will soll gegen Malice, soll die gegengesetzte Kraft von Malice sein. Wenn man das jetzt so übersetzt, Malice heißt ja auf gut Deutsch irgend sowas wie Boshaftigkeit und sowas in der Richtung. Und Will, kann man ja irgendwie ableiten, ist der Wille. Das heißt, wenn man das zusammentut, ist der Wille stärker als die Bosheit oder der Bosheit stärker als der Wille? Das ist ganz schön interessant. Aber noch wichtiger, wir reden weiter mit diesem Mädchen da. Nee, mit der Frau da, genau. Entschuldigen Sie, du hast vorhin mit meiner Tochter geredet, oder? Hat sie etwas über einen Brief erwähnt? Ja, aber warum? Oh, ich weiß... Was ich tun wollte ist, ich hatte versprochen, dass ich für sie eine Antwort schreibe und den Brief beantworte. Und den Brief dann zurückschicke an den Absender. Aber als der Brief angeschwommen kam, glaube, der ist nass geworden. Weil die Rückadresse zu verschmiert ist, um sie entziffern zu können. Du kannst sie überhaupt nicht lesen? Ich kann nur... gerade so die Namen Warren und die Worte Arkham University auf der Adresse ausmachen. Aber das war's auch schon. Wenn das das Areal ist, dann werde ich irgendwann mal dorthin gehen. Wenn ich Zeit habe, kann ich für dich googeln. Du würdest das tun? Aber werde nicht sauer, wenn ich ihn nicht finde. Ricardo, du bist einfach zu gut für diese Welt. Und damit haben wir eine Sidequest für Ricardo aktiviert. Finally. Und ich würde jetzt eigentlich noch lieben gern zum Shop gehen, denn ich würde gern den Gale Vortex noch ausrüsten. Und dann würde ich schon mal anfangen, die nächste Sidequest loszustarten. Und zwar wäre das die Sidequest eben für die Ricardo Sidequest. Ricardo kriegt dann nämlich wieder ein sehr, sehr schönes Item, was ich doch gerne haben möchte. Du hast zu viel Level. Du hast mir zu wenig Level 2 Zauber. Du hast eigentlich schon genug. Aber Nathan hat noch keinen. Ich weiß, was ich mache. Ich gebe Frank einfach den Gale Vortex. Der braucht mal ein bisschen mehr
Power. Dann rüsten wir ihn noch aus. Auf Stellar Chart, Customize und dann kriegt er den Gale Vortex. Seinen ersten Level 3 Zauber, woohey. Ne, im Grunde genommen ist es dasselbe wie Gale Rod, von daher, es passt schon so wie es ist. Und Gott sei Dank weiß ich ja jetzt halt, wo ich hin muss, um die Triggerpunkte zu finden. Ja, das ist die Aito-Höhle, da will ich aber noch nicht hin. Auf dem Brief stand ja, dass dieser Warren in der Arkham-Universität ist. Und ich weiß auch, wo wir den nächsten Triggerpunkt finden. Und ich kann euch schon mal sagen, Aito-Höhle ist der größte Rotz auf Erden. Nein, ich mag diesen Dungeon auch nicht wirklich. Den habe ich genauso gern wie Machu Picchu. Gar nicht. Dagegen war Vilcabamba ja die reinste Entspannungstour. So, was ist mit dir? Genau, mit dir müssen wir reden. Entschuldigen Sie, ich suche nach einem Studenten namens Warren. Kennst du ihn? Jetzt hat er auf einmal einen französischen Akzent. Ganz toll. Ich sollte Voice Acting lieber anderen überlassen und einfach mal die Klappe halten. Sagtest du Warren? Bitte sprich nicht über ihn. Du scheinst ganz schön aufgewühlt zu sein. Was ist denn los mit dir? Habt ihr es noch nicht gehört? Warren's im Knast. Im Knast? Warum? Es war gleich, nachdem er die Schule betreten hat. Ich denke mal, das ist schon 3 Jahre her. Eine Rauferei mit jemandem, während er betrunken war im Mondlicht, turnte. Man wurde zu einer grausamen Szene und er wurde für eine lange Zeit fortgeschickt. Also sprich, er wurde wegen Schlägerei verhaftet. Ganz toll. Oder wie man im deutschen Rechtssystem sagen würde, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Glaube ich zumindest, ich bin kein Anwalt. Egal, wenn ich komme in Schwierigkeiten, wenn jemand, der mit ihm zu tun hat, wenn jemand mich mit ihm in Verbindung bringt, also spricht bitte mit mir nicht mehr darüber. Ist ja gut. Ja, und jetzt gehst du weg in Gnast, ha? Ich frage mich, was wirklich passiert ist. Ja, jetzt geht er weg, aber irgendwie komisch, wenn ich jetzt seit einem Screen rausgehe, ist er auf einmal wieder da gewesen. Ich will es aber nicht ausprobieren. Nachher heißt wieder, Mahagon LP, LC, nur Mist und so. Ich meine, das mache ich eh schon die ganze Zeit. Deal with it. Naja, okay. So viel dazu. Wir werden aber allerdings erst im nächsten Part die Sidequest beenden, weil ich kann euch schon mal sagen, das ist ein nerviges Backtracking hin und her und hin und zurück. Und wie ihr bereits gehört habt, er ist im Knast. Wir kennen nur einen Ort, der einen Knast ähnlich sieht und das ist der Alcatraz. Da gehe ich allerdings, wie gesagt, erst im nächsten Part hin, weil... Einmal hier speichern, genau. Game Data was saved successfully. Okidoki. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal Schluss für heute. In der nächsten Folge geht's nach Alcatraz und suchen diesen Warren. Was heißt suchen, brauche ich ihn nicht. Ich weiß schon, wo er ist. Aber wir werden jedenfalls diese Sidequest beenden. In der nächsten Folge von Let's Play Shadow Hearts from the New World. Ich bin Mahagon LP. Bis zur nächsten Folge. Macht's es gut!